werde ich die Gewinner bekannt gegeben. Werde ich die. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Testibo. Willkommen zum nächsten Video im Wishsember. Heute mal wieder Spielkram, der Transformer, den habe ich ja schon mega gefeiert. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen. Falls nicht, guckt unten in der Infobox, da ist das Video verlinkt. Wieder ein ferngesteuertes Auto und zwar ein Buggy. Auch wieder super reduziert, hier seht ihr den Preis und ich würde sagen, nicht lang fackeln. Wir packen das Ding direkt aus. Anfangs wieder typische Wish-Verpackung, dann schön in Luftpolsterfolie eingepackt. So sieht das ganze Teil dann aus. Auf dem Bild sah es wieder so aus, als wäre es ein mega großes Auto, aber bei Wish mittlerweile lasse ich mich auch nicht mehr veräppeln. Also die Darstellung ist meistens größer, als es wirklich ist. Ich muss sagen, ist soweit schon okay. Auf der Oberseite haben wir einmal die Beschreibung der Reifen, Guard Frame und High French Stock, also große Federn. Auf der Seite ist die Fernbedienung abgebildet. Auf der anderen Seite ist alles auf Chinesisch, mit wie man den Akku einlegt etc. pp. Wir haben kein CE-Prüfzeichen, sondern ein CCC-Prüfzeichen. Das heißt, theoretisch nicht EU-konform. Ist auch schon mal interessant. Rückseite noch die verschiedenen Designs abgebildet. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welchen ich gekauft habe. Ich vermute mal fast den, der vorne drauf ist. Und wir sehen hier auch Allrad. 4WD steht hier drauf. Und ich würde sagen, wir packen direkt aus. So sieht das Ganze aus. Anfangs haben wir hier einmal das USB-Ladegerät für den Akku. Das heißt, ein Akku ist schon mal mit drin, keine Batterien. Das freut mich schon mal sehr. Hier ist das Fahrzeug und die Fernbedienung. Kommen wir erst einmal zur Fernbedienung. Ihr seht, es ist wie eine kleine... Oder wie eine Fernbedienung von einem ferngesteuerten Auto. Wir haben aber hier keinen richtigen Gashahn, sondern wenn ihr das hier, das sieht man ja auch. Ihr seht das ja auch. Also man hat nur einen Knopf zum Gas geben und einen Knopf zum Rückwärtsfahren. Und auch das Lenken, man hört es, ist nicht wie so eine Leichtlenken, sondern man kann nur, also lenken oder nicht lenken sozusagen. Hier haben wir das Auto. Federtest ist wirklich super. Man, auch sogar verstellbare Achse. Oben das Gehäuse ist Metall, also Alu vermute ich mal. Der Rest ist aus Plastik. Auch hier haben wir eine flexible Lenkung und soll ja Allrad haben, das heißt eine Antriebswelle wird hier ja wahrscheinlich auch noch sein. Beziehungsweise wir haben hinten noch einen E-Motor und vorne haben wir auch einen E-Motor. Dann schauen wir einmal ins Batteriefach, da brauche ich einmal einen Schraubenzieher zu. Und das einmal auf. Das hier ist das Akku-Pack. So ein klassisches Akku-Pack, was man auch kennt. Ich hoffe, dass er vorgeladen ist, damit wir direkt losstarten können. Den stecken wir einmal ein. Zack. Und wieder rein. So, ich habe das Auto jetzt angeschaltet, aber leider passiert nichts. Das heißt, der Akku ist wahrscheinlich nicht vorgeladen und wir müssen den Akku einmal laden und sehen uns dann gleich wieder. So Leute, das hat jetzt ja, 3,5 Stunden fast gedauert, bis ich das Ding zum Laufen gekriegt habe. Es ist jetzt mittlerweile auch schon gut dunkel draußen. Aber ich will das Video natürlich trotzdem noch zu Ende machen. Ich bin jetzt hier bei uns in so unserem Abstellgarten-Ding. Ich würde sagen, ich fahre mal ein paar Touren und nehme das nebenbei auf. Also man muss sagen, Reaktion... Technisch funktioniert das ganz gut. Auch Geschwindigkeit ist voll in Ordnung. Mich würde natürlich noch interessieren, ob der auch geländegängig ist. Ich würde sagen, ich gehe einmal auf unsere Reitfläche. Da ist zwar jetzt manchmal Dreck, aber so ein richtiger Geländebuggy muss das ja auch aushalten. Deswegen guck ich mal. Ich hoffe, das ist noch hell genug jetzt hier draußen, damit ihr das seht. Und ich würde sagen, wir haben hier so einen Reitplatz und der ist wirklich, also es hat den ganzen Tag geregnet, der ist extrem dreckig und auch matschig.
hier hat er wirklich Probleme, der kleine Buggy. Also hier ist nichts mehr mit 25 km/h. Also er kämpft sich wirklich hier hart durch. Das kann man nicht anders sagen. Aber prinzipiell funktioniert das Ganze, ja? Wir machen noch einmal fix unsere Platten. Hier einmal die Geschwindigkeit ein bisschen zu testen. Also 25 km/h sehe ich hier auf keinen Fall. Es ist wie so ein klassisches Spielzeugauto, was ihr kennt von, weiß ich nicht. Also nichts Besonderes. Wir gucken mal, ob wir hier den Berg jetzt hochkommen. Also stecken bleiben tut er wirklich gar nicht. Auch mit so Hürden hat er nicht so richtig Probleme. Also das klappt wirklich gar nicht so schlecht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch irgendwo ihm vor eine Herausforderung stellen kann. Ja, ich baue mal kurz eine kleine Rampe auf vielleicht. Also ich habe hier jetzt mal so eine kleine Rampe aufgebaut. Ich würde sagen, let's go, der Hase. Jetzt liegt er auf dem Dach. Aber er hat es gemeistert, also. Also macht eigentlich wirklich gut Laune. Hier können wir nochmal gut sehen, hier liegt jetzt das Brett. Das hat ja eine gute Stärke. Und selbst wenn man jetzt hier rüberfährt, zack, macht er wirklich ohne Probleme. Ich würde sagen, das war's von draußen. Wir gehen rein und gucken nochmal weiter und dann kommen wir auch bald zum Fazit. So Leute, die Außenaufnahmen habt ihr gesehen. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so negativ von dem Gerät belastet. Er sieht jetzt ein bisschen dreckig aus, aber hat das Ganze gut überstanden. Deswegen Hut ab. Es ist natürlich, es ist kein super Gerät. Also es ist nicht vergleichbar mit so einem teuren RC-Modell oder so einem Benzinteil. Das ist es auf keinen Fall. Es ist ein Spielzeug. Fertig, so. Also er hat alles gut gemeistert und ich würde sagen, wir kommen direkt zur Bewertung. Kommen wir zur Verarbeitung. Verarbeitungstechnisch muss man wirklich sagen, gar nicht so schlecht. Klar, es ist viel Plastik dran. Vor allem die Motoren und diese Gelenke sind alle aus Plastik. Das Obergehäuse ist aber aus Aluminium und er liegt gut hoch. Die Federn haben super funktioniert. Der Federtest ist super. Wir haben hier so ein paar kleine Kinken. Also man sieht schon, es ist aus Plastik gegossen. Keine scharfen Kanten, aber man sieht überall so ein bisschen, dass das Plastik gegossen wurde und wo diese Rahmen abgemacht wurden. Deshalb gebe ich hier 3 von 5 Testis. Kommen wir zur Funktionsweise. Ja, funktioniert hat das Ganze super. Also Fahren und Lenken hat super geklappt. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, man kann das Gas und auch die Lenkung nicht dosieren. Also man hat hier wirklich nur einen Knopf, um Gas zu geben, einen Knopf für rückwärts und Lenken links, rechts. Also man kann es nicht dosieren, entweder an oder aus. Das ist wirklich was mich gestört hat. Sonst allradtechnisch ist er fast überall durchgekommen. Also es hat kaum gehakt. Selbst das hohe Brett, was locker 2-3 cm im Durchmesser hatte, hat er gut geschafft. Und auch Beschleunigung und Co. hat super funktioniert. Deswegen gebe ich hier 4 von 5 Testis. Ast rein. Kommen wir schon zu Verpackung und Versand. Verpackungstechnisch ist das ja wirklich klasse. Also wir haben endlich mal einen Karton. Nicht nur lose in so eine Luftpolsterfolie reingesteckt. Versand hat ungefähr eine Woche gedauert. Das ist für Wish-Verhältnisse völlig in Ordnung. Und deshalb gebe ich auch hier 4 von 5 Testis. Das heißt, wir sind im Gesamtergebnis bei 3,6 von 5 Testis. Wir sind mitten im Wishcember. Das heißt, ihr könnt dieses Fahrzeug euer nennen, indem ihr einfach den Kanal abonniert, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Einen Daumen nach oben auf das Video da lasst und unten ein nettes Kommentar lasst. Und schon ab nächster Woche werde ich die Gewinner bekannt geben. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, 18 Uhr, wenn es wieder heißt Wishcember. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.